Styx ist unbedingt sehenswert. Das ist ein Zwei-Personen-Film, in dem nur zwei, mehr oder weniger nur zwei Darsteller vorkommen, nämlich eine umwerfende, wirklich alles wegfegende, in der ganz, ganz stillen Performance, aber starken, stillen Performance, die Susanne Wolf, und Gedeon Wekesa, ein Junge aus einem Slum in Nairobi, wo ihn eine Casting-Agentur entdeckt hat. Aber erstmal ist es eigentlich lange nur Susanne Wolf. Und zwar als Einhandseglerin auf dem Atlantik. Also eine selbstbewusste, starke, professionelle Frau, die sich eben alleine auf den Weg macht von Gibraltar nach Ascension. Es kommt zwischendurch mal ein Sturm, aber auch den bringt sie hinter sich, ohne dass große Erschütterungen zu erleben wären bei ihr. Und nach diesem Sturm guckt sie aus dem Fenster und sieht so ungefähr eine Seemeile entfernt ein Flüchtlingsschiff. Damit ist also quasi das Problem, mit dem wir uns sowieso täglich beschäftigen, in den Nachrichten eben, plötzlich auf ihrem Boot gelandet. Das Ganze ist aber von einer solchen spielerischen Qualität, dass man wirklich das Gefühl hat, hier wird nicht eine Nachrichtensituation sozusagen nochmal im Spielfilm kommentiert, sondern man hat den Eindruck, jede Möglichkeit auch der Symbolisierung wird eigentlich links liegen gelassen. Also es gibt keine Musik, die uns erzählt, was wir fühlen sollen, sondern es gibt nur, der Film arbeitet nur mit Originalgeräuschen. Es ist aber natürlich alles sehr ruckelig und man merkt, dass da nicht gespielt wird, dass es ruckelig ist oder dass es heftiger Wind weht und dass die Wellen über dem Boot zusammenschlagen. Das ist eine ganz, ganz dichte Atmosphäre, die aber eben völlig unmanipulativ ist. Das ist das Wesentliche an diesem Film, dass er überhaupt nicht manipuliert.